Das ist das Spöker Plus Pocket Knife. Was das kann, schauen wir uns an. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossner vom Survival Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses Spöker Plus Pocket Knife und ja, als feststehendes Messer. Oh, ja, in Full Tang hat das natürlich einiges an Stabilität und wenn du es dir genau anschaust, das ist so ein richtig langes Teil. Interessant dabei ist, dass aber das Griffstück, dieses Griffstück relativ kurz ist und irgendwie so an einen Revolver irgendwie erinnert. Aber es geht jetzt gar nicht um den Revolver, sondern es ist so gemacht und so gebaut, dass du es gerade in der Hand halten kannst. Und ich finde, dass es gut in der Hand liegt, aber das musst du natürlich selbst ausprobieren, ob das auch bei dir der Fall ist. Also das ist alles total in Ordnung. Gut, und es wird automatisch in so einer Keidegscheide ausgeliefert. Und auf dieser Keidegscheide, da ist ein Clip. Den zeige ich dir dann nachher. Ich werde den dann nachher in meine Hose einklippen sozusagen. Den kann man aufmachen. Wird dann in den Hosenbund bzw. in die Hosentasche, in den Hosensack eingebaut. Das zeige ich dir dann nachher. Festgemacht und sitzt dann. Dieser Clip wird auch bei Schusswaffen, bei Holstern für Schusswaffen eingesetzt von Leuten, die das Verdeck tragen müssen. Und ja, kann man ummontieren, das heißt, du kannst das auf die linke oder rechte Seite, also ist auf beiden Seiten machbar, überhaupt kein Problem. Und man kann ihn demontieren und wenn es dein Gewicht aushält, oder wenn du das Gewicht aushältst, auch als Neckknife tragen. Ich glaube, dass sich Böker bei diesem Messer und auch der Designer Jurko, ich weiß nicht, wie er heißt, ja, eines dabei gedacht haben, und zwar speziell für Deutschland. Ich meine, ein Einhandöffenmesser ist nicht erlaubt, dass man gut im Hosensack tragen kann. Das ist mal das eine. Das andere ist, ein riesengroßes Messer ist dann auch wieder nicht erlaubt, und das ist irgendwie so ein Ding aus beiden, nämlich du hast eine feststehende Klinge, die, so wie ich das zumindest verstehe, ich meine, ich mache keine Rechtsberatung, auch in Deutschland führbar ist. Ich zeige dir dann nachher, dass das wirklich sehr gut geht. Man kann es verdeckt unter Anführungszeichen tragen, ohne dass es groß auffällt. Man hat einen raschen Zugriff auf das Teil, was ich auch sehr, sehr praktisch finde. Es ist ausreichend gut verarbeitet, muss ich leider zusagen. Also ist jetzt auch vom Preis her, findest du unten den Link in meinen Shop, schau dir das ganz einfach an. Preis ist jetzt auch nicht so. Klingenrücken angeschliffen, dass man Feuerstahl damit bedienen kann. Also das geht auch alles sehr gut. 440 C-Stahl. Aus zwei Welten die Vorteile zusammengebracht. Und wenn es einem gefällt, dann ist es auch noch cool. Aber jetzt baue ich es einmal in den Hosensack ein und zeige dir, wie das ausschaut und wie das geht. Ja, also ich habe das Messer jetzt hier in meinen Hosensack durch diesen Clip eingebaut. Das bedeutet, ich kann das jetzt rausziehen. Ja? Die Scheide bleibt wie ein Holz da stecken. Ich kann es auch wieder reingeben. Gebe zum Beispiel das Hemd drüber und ist total unauffällig. Ja? Und selbst wenn das Hemd jetzt drüber stehen würde, ich meine, die Hose ist jetzt absichtlich so gewählt, dass man das gut sieht. Aber wenn das eine schwarze Hose ist, glaube ich auch, also fällt das auch nicht wirklich auf. Und man kann es aber auf der anderen Seite kann man schnell zugreifen, irgendetwas damit tun, schnitzen, Paket aufschneiden, Jause schneiden oder was auch immer und dann wieder einbauen und verdeckt und die Sache ist ganz einfach erledigt. Das finde ich ganz einfach, ja, ein spannendes Konzept und wie gesagt, kannst du natürlich auch auf die andere Seite einbauen, indem du dir den Clip ummontierst, ja, und auch das runtergeben, das ist alles ziemlich einfach und wirklich durchdacht gebaut. Ja, was ist nun mein Fazit zu diesem Messer? Und ich habe es halt noch nicht lang genug, um darüber berichten zu können, wie das langfristig weitergeht. Wobei, ich meine, es ist kein Outdoor-Messer im klassischen Sinn, mit dem man hackt oder mit dem man auch wirklich viel schnitzt. Also das sehe ich eher nicht so. Du hast halt doch eine große Klinge, lange Klinge, stabile Klinge. Das wäre sicherlich möglich. Ich werde darüber berichten und werde dir ja, vielleicht in einem Jahr oder eineinhalb Jahren oder wenn es halt passt, ganz einfach wieder von meinen Erfahrungen mit diesem Messer her berichten. Momentan taugt es mir, kann nichts Negatives finden, auch besonders nicht um den Preis. Und ja, wir werden ganz einfach sehen. Ja, mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ich mag die um einen Kommentar bitten, ja, schreib mir den unten. Hast du dieses Messer? Es ist ja doch relativ neu. Und was ist da dein Eindruck? Wie gefällt dir das hier mit diesem Griff? Ja, das schaut halt doch irgendwie, ja, eigenartig aus. Oder anders aus, so muss man es richtig sagen. Erzähl uns da bitte was, das würde mich sehr, sehr interessieren, da sage ich danke. Link zu dem Produkt findest du unten in meinem Shop. Wenn es dich interessiert, der Preis ist meiner Meinung nach absolut okay. Abo
ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst, deine Rainer Rosmann. Und jetzt gehe ich wieder mein Böcker montieren. Bis bald, ciao.